Servus aus Tirol. Dieses Mal geht es um Spitkocher. Welches ist besser, das alte oder das neue? Natürlich nur meine Meinung. Spit ist nämlich ein Brennstoff, der verwendet wird von der österreichischen Armee und von den Deutschen. Es riecht grässlich, aber es funktioniert tatsächlich in Bedingungen, wo andere Brennstoffe nicht immer funktionieren. Heute geht es aber nicht um den Brennstoff, sondern um die Brenner. Wenn ihr vielleicht ein Video dazu sehen wollt, wie das S-Bit gegen den BCB Fire Dragon ankommt, zählen wir die Werte, einfach als Kommentar verfassen. Das hier ist der alte S-Bit-Kocher und der hat ein paar Vor- und Nachteile. Vorteile: klein, kompakt und man kann sogar die Brennstofftabletten drin verstauen. Es passt in eine Jackentasche innen rein, also bei mir zumindest, und es funktioniert einwandfrei, meistens. Das einzige Nachteil von diesem Teil ist, nach einer Weile können hier die Einrastpunkte ausleiern. Das bedeutet, es klappt irgendwann einmal zusammen und den S-Bit-Würfel innen drin und dein Essen vielleicht überall. Also hat man was Neues sich überlegt bei den neuen S-Bit-Brenner. Den zeige ich jetzt vor. Der neue S-Bit-Brenner, wie du siehst, leicht anders. Im Vergleich leicht größer. Und noch dazu gibt es diesen kleinen Windschutz, den man hinten einrasten kann. So, einrasten. Und dann kann man zuklappen. Das sorgt dafür, dass es hier einen Windschutz bildet. Und noch dazu, ich kann es nicht mehr runterklappen. Also sogar wenn es ausleiert, es fällt nicht zu und zerdrückt den S-Bit. Jetzt wollen wir aber mal sehen, ob es möglich ist, was Ähnliches zu erzielen, Thema Brenndauer, auch mit den alten. Viele haben selber diesen kleinen S-Bit-Brenner auch modifiziert, mit Hilfe von Alufolie als Windschutz. Sehen wir mal, ob es überhaupt einen Unterschied macht oder ob das neue besser oder schlechter ist. Das weiß ich noch nicht, ich habe es noch nicht ausgetestet in meinem wissenschaftlichen Labor. Jetzt zum wissenschaftlichen Labor. Also, wir haben jetzt den alten und den neuen nebeneinander aufgestellt und wir haben zum Glück zwei identische Tassen von Tatonka, einer dreckig, einer nicht, damit ihr es leichter zu Hause merken kann, welcher welcher ist. Und wir haben genau die gleiche Menge Wasser reingetan, Pi mal circa exakt. Wir werden jetzt zwei S-Bit-Tabletten reintun, in jeder einen, und sehen, wie lange es dauert für beide zum Kochen. Mal sehen, ob es einen Unterschied macht, ob es neu oder alt ist. Wir rauen jetzt die Oberfläche auf, damit es mit dem Feuerstahl auch funktioniert. Für mich ein kleiner Nachteil, aber es geht. Wir schummeln mit einem anderen Brennstoff. Aber wenn ihr mal ausführlich einen Test sehen wollt über diesen Brennstoff, machen wir es auch. Zum Glück habe ich meine Mechanics Handschuhe von Lehmann. Schöne Grüße gehen raus, weil das wird heiß. Die erste Tasse geht drauf. Ein bisschen wackelig im Wald, da nichts in der Waage ist. Heiß. Liege. Und Windschutz. Der Wind kommt von hier. Und die zweite Tasse. Beide Tassen sind drauf. Jetzt werden wir halt die Zeit stoppen und später werde ich es noch einblenden. Wofür koche ich eigentlich das Wasser? Wir sind hier oben, gerade am Entspannen, und ich mache irgendwelche Nudeln. Nein, das ist nicht wirklich eine praktische Anwendung dafür, aber du wirst überrascht, wie oft ich eigentlich solche Nudeln unterwegs esse. Und es ist schon interessant zu wissen, welche davon eigentlich besser geeignet ist, auf so eine kleine Wandertour nur was Kleines zwischendrin zu haben. Jetzt finden wir raus, wer der Sieger ist, und der darf mit. Ist alles ziemlich das Gleiche, es ist alles gut. Wie zündet es bitte im Winter? Wie zündet es bitte? Ja, zündet es gut im Winter. Ja. Bringt es auch dein Essen zum Kochen dann im Winter? Ja. Bringt es die gleiche Brennung? Diese Alufolie und diesen Deckel, ja. Mit einer Tablette, diese Tasse, ja. Als ehemaliger Typ, der in den Bergen das machen musste, darf ich das ja auch fragen, oder? Na eben. Oder? Wenn jemand das weiß in den Bergen, dann du. So. So, wer es wohl? Ja, jemand, der Gebirgsjäger gemacht hat, war in den Bergen mit S-Bit. Wenn du die kleinen Tabletten nimmst, dann ist, also da brauchst du Feierabend, da kannst du die ganze Packung. Da brauchst du die ganze Packung. Samt Karton. Das
Kann sein, dass du vielleicht zwei brauchst im Winter, aber du bekommst es zum Kochen. Oh, ich merke jetzt schon den Unterschied. Der Windschutz funktioniert nicht hundertprozentig, dieser kleine Alu-Windschutz. Aber das ist auch, weil er nicht hundertprozentig dicht dran liegt. Manche Leute machen sogar aus einer Dose absichtlich einen Windschutz, genau wie der hier, damit es den Wind ein bisschen abnimmt. Aber gleichzeitig, der neue ist leicht größer. Also lässt es die Flamme unten ein bisschen mehr greifen. Also es sollte theoretisch noch einen Unterschied machen. Aber Praxis, oder? Macht es wirklich so einen großen Unterschied? Finden wir jetzt raus. Dafür sind wir hier. Alles hochwissenschaftlich. Hochwissenschaftlich. Hier in der hochwissenschaftlichen... Unser Windschutz ist kurz weggeweht. Bitte ignorieren. In der Natur kann man es nachbessern. Im Notfall tut man seinen Schuh hin. Und dann schmilzt er schön. Dann ist es schön warm. Aber ich würde jetzt nicht so eine riesen Gulaschdose jetzt damit heizen wollen. Geht oder auch. Jetzt eine Infanterieküche. Ich weiß, es geht, aber das dauert. Alter, wir haben teilweise, wenn wir Gefechtsdienst hatten, hatte ich noch Essen in meinem Pott drinnen. Das habe ich noch mit denen aufgewärmt dann um 12 Uhr abends. Mit dem Koch, also ja. Mit dem ja. Ganzen Ding. Das hat richtig gut, das war richtig schön heiß und fast hat gekocht. Das aber Essen die Übertragbarkeit drin. Zwischen Alu und Edelstahl gibt es ja, einen Unterschied. Ja, ist wieder ein bisschen anders. Alu ist viel schneller. Alu ist viel schneller. Aber dafür Edelstahl hält viel aus. Jedes Gear hat sein Pro und Contra, jedes. Das ist wie im Leben. Ja. Jeder hat sein Pro und Contra. Ich nur Pro und du Contra. Aber ich sag mal, ich finde fast alles sehr gut im Autobereich, denn alles hat seine Wichtig und Richtigkeit. So. Genau, sogar Adidas Sneaker. Ja, ja, im Notfall kannst du alles, mit allem was machen. Ja, im Notfall kann man mit alles. Darum machen wir halt, was wir machen. Outdoor, Survival, so etwas. Aber halt gleichzeitig, es gibt Sachen, die sind dafür geeignet. Und ich werde ein Video darüber machen, über die Sachen, die tatsächlich gut geeignet sind für bestimmte Sachen. Oder? Weil das macht Sinn. Oder? Nein. Welche Gorbel, Sachen, die gut Gorbel, geeignet sind? Dass er Gorbel zum Heringschnitzen hernimmst. Ist nicht so geeignet. Besonders nicht, wenn es Plastik ist. Verstehst? Das ist schon klar. Aber das sagt ja beim einen oder anderen der Hausverstand, oder? Aber gleichzeitig nicht, oder? Wie sollst du den Hausverstand haben für draußen gehen, wenn du nicht draußen gegangen bist und jetzt rausgehen willst? Irgendwo fängt man an. Durch, wo man herkommt, wie man aufgewachsen ist, was ja, genau. Man als Kindheit schon erlebt hat. Aber jeder darf hier draußen im Wald gehen. Genau. Das ist das Gute. Genau. Solange man Respekt vor dem Wald hat. Ja, ist schon fast am Kochen. Ha? Der eine ist schneller als der andere. Das sehen wir jetzt schon. Der hier ist schon fast am Kochen. Der blubbert ganz leicht. Also wir warten auf das Exakte, dass es sprudeln kocht. Ich weiß, 100 Grad Wasser ist je nach Höhenlage auch anders. Und noch dazu, sprudeln, kochen ist eigentlich, wenn es heißer als 100 Grad wird. Ja, 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 Wissenschaft. Aber wir schauen, dass die beide kochen. Wirklich Sprudel kochen, weil das ist dann halbwegs fair. Weil wie soll ich jetzt mit dem Thermometer? Ich kann jetzt seinen kleinen Finger nehmen und reinstecken und sehen, wie laut er schreit. Aber das gibt mir immer noch keine Temperaturangabe. Komm her, gib mir deinen kleinen Finger. Weißt du, was das Problem beim Kleinen ist? Okay, Nachteil. Ja, durch die ganze Wind hat er mehr Energieverbrauch. Ich glaube auch, durch den Standfuß, das macht tatsächlich einen Unterschied. Dass er eine größere Fläche hat, für dass die Flamme sich entfaltet. Ja, ist ja ganz klar. Ja, ich glaube, das ist ein Riesenvorteil. Und wie ich hier vom Winkel sehe, von der Seite, sind die S-Bit-Würfel trotzdem die gleiche Distanz bei beiden. Also die Brennleistung sollte gleich sein. Aber schau mal, vom S-Bit ist nicht mehr viel über. Bei dem ist überraschend leicht mehr als bei dem, aber das könnte verschiedene Gründe haben. S-Bit-Würfel, wie lange sie gelagert worden sind und halt, weil die verdunsten man auch. Man kann sagen, ein Würfel für 350 Milliliter Wasser. Geht, locker, zum Kochen bringen. Jetzt, in diesen Bedingungen. Müssen wir halt bei minus 20 probieren. Das würde ich machen. Bei minus 20 nochmal raus. Probieren wir, ja. Wenn es überhaupt nochmal minus 20 kriegt bei uns. Ja sicher, da gehen wir in die Berge auf den Gletscher absichtlich, um Wasser zu kochen. Und dann drehen wir wieder um und laufen weg. Also die Mechanics, die passen mir echt gut. Also ich wurde da gut beraten. Echt. Mal sehen, ob sie zum Fassen gut gehen. Keine Sorge, danach gibt's Nudeln. Und vergiss bitte nicht, seinen Content auch ab und zu anzuschauen, weil der ist besser als meiner. Wortwörtlich, wir schauen Wasser beim Kochen zu. Okay? Langweiliger geht nicht. Wenn du noch zuschaust, dann bist du schon hardcore weißt, in der Hinsicht. Sag? Das Wasser wird gar nicht richtig kochen. Warum? Weil der S-Bit gleich fertig ist.
Dann müssen wir halt das als Fazit ziehen. Mit einem Espritwürfel kommt es nicht zum Sprudelkochen bei diesen Bedingungen. Aber heiß genug. Also ich würde das als Kochen bezeichnen. Unten bilden sich kleine Blubberbläschen, die vereinzelt nach oben und blub machen. Das hört sich wie Blödsinn an, ist aber eigentlich eine ziemlich gute Einschätzung für die Temperaturangabe. Ja, Sprudeln kochen tut's nicht, aber es kocht schon. Also es ist sehr nah zu 100 Grad. Ja, hättest du jetzt den Deckel, den was ich immer mit habe, in mein Esbit draufgetan, hätte es vielleicht gekocht. Aber dann bräuchte ich zwei Deckel. Das wäre auch fair. Aber das sind wieder Sachen, die du selber modifizieren kannst zum Mitnehmen. Egal ob den oder den, ein Deckel mitnehmen macht einen Unterschied für den Brennstoffverbrauch. Egal ob Gaskocher, Esbit, keine Ahnung, Olivenöl, du nennst es. Deckel drauf, die Hitze bleibt drin, Druck bleibt drauf, kocht schneller. Ein Esbitwürfel geht, um das zum Kochen zu bringen. Und ob du den kleinen nimmst oder den großen, in meiner Hinsicht, ist da so ein kleiner Unterschied. Aber wenn man selber keinen Windschutz bauen will, kann man die neue Version nehmen. Aber wenn man selber einfach den alten hat, kann man eine dran machen. Ist es ein guter Fazit? Ich glaube schon. Und wie lange haben wir überhaupt? Wir haben eine Uhrzeit und keinen Timer mehr. Jetzt sind wir sogar bei 10 Minuten. 10 Minuten, es kocht, es sprudelt, kocht nicht. Man kann entweder oder mitnehmen. Ich glaube, beide sind okay dafür. Und wenn ihr mal einen Vergleich sehen wollt zwischen Esbit und andere Brennstoffe oder das gleiche Esbit mit einem anderen Brennstoff drin, weil das interessiert mich selber, Kommentar verfassen, schreiben, liken, Abo, teilen, was auch immer. Oh, und ab und zu vielleicht auf mein Instagram vorbeischauen. Also, wir werden jetzt unsere Nudeln machen, die Zeit genießen und wir wünschen euch ein wunderschönes was auch immer.